Jetzt kommt noch die Heike Hensel. Die, neuen Gruß. Okay. Ja, hello Stella. Greetings, solidarity and warm greetings. Hi, Heike. Hi Stella. From me and from my colleague, Margit Stump. She is from the Green Party. We are both in German Parliament, as you know, and of course we try our best to free Julian. We try our best with parliamentarian initiatives. We have a crossover party committee working on the freedom of Julian Assange. And of course we would want to wish, and we would like, that Julian even could join you on Christmas and his family. This is a fundamental human right, and we will fight for this. Pardon Julian Assange now. All the best from Stuttgart. And thank you. I also just want to tell you, thank you for the work you are doing on a daily basis, Stella, because she's also a member of the legal team of Julian, and they have a very hard fight on all the legal issues to free Julian in this political persecution. I say, together with Margit, goodbye, stay safe and healthy, and thank you very much. Thank you. Okay, please stay in line. We will make a photo together now on the stage with you. It's a premiere for us to have you here with us in Germany. And we will make a photo for the newspaper. Please stay and see you soon in London. Okay. See you. Stella, thank you very much. Also from my side for your engagement and for your speech today. It's been an impression of how you are working, how you are doing, and how Julian is going on. Oh, I'm sorry. We have some problems with the sound here. And I hope to meet you in January in London, and we can have a party because Julian is free. I hope we see us there. I hope so. Thank you. So, wir machen jetzt noch ein Foto, geschwind. Goodbye, Stella. Ja, ich sag kurz was. Bye, bye. Okay. Bye, bye. Liebe heute, liebe Stuttgarter, Stuttgarterinnen, and I greet all the people listening to us on the screens in the World Wide Web. But I will speak German now, because with translation it takes too much time. Ich werde jetzt auf Deutsch sprechen. Mit der Übersetzung dauert es sonst zu lange. Und wir haben Stella jetzt auch beide begrüßt. Margit Stump für die Fraktion, die Bundestagsfraktion Die Grünen, und ich, weil wir auch beide in einem überfraktionellen Komitee im Bundestag sind, an dem auch noch die SPD mit Frank Schwabe und Alexander Kulitz von der FDP beteiligt ist und auch aus der CDU-Fraktion Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, und wir uns, meine Kollegin auch Sevim Dadelen, und wir uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Julian Assange freikommt. Und wir versuchen, den Druck auch im Parlament zu erhöhen, auch auf unsere Bundesregierung, dass sie hier aktiv wird. Ich selbst wäre heute hier gestanden eigentlich mit Dustin Hoffmann, der wissenschaftliche Mitarbeiter von Martin Sonneborn im Europaparlament. Er ist leider erkrankt, und ich schicke auch meine Grüße von hier zu Dustin. Wir waren beide in London und haben den Prozess beobachtet, und herzliche gute Besserung von hier aus nach Brüssel. Mit Julian sitzt der, kann man so sagen, investigative Journalismus und die Pressefreiheit selbst auf der Anklagebank. Er ist ein politisch verfolgter Journalist, und er wird politisch verfolgt auch als Gründer der Plattform WikiLeaks. Das hat Stella eindrücklich dargelegt. Ich habe beide Prozesse bisher im Februar und im September von Julian beobachtet,
Und man sieht auch ganz klar an diesem Gerichtsverfahren, so wie es stattfindet, dass es eine politische Verfolgung ist und dass das gesamte Verfahren eine Farce ist. Julian sitzt in Auslieferungshaft wie ein Schwerverbrecher im Belmarsh Hochsicherheitsgefängnis. Eigentlich sollte er frei sein und den Friedensnobelpreis erhalten dafür, dass er diese US-Kriegsverbrechen öffentlich gemacht hat. Dieses Jahr war er unter anderem auch vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis. Und in Belmarsh sollten die einsitzen, die diese Kriegsverbrechen begangen haben und die die Kriege befehligt haben, unter anderem den Irakkrieg, auch Tony Blair. Diejenigen, die verantwortlich sind für die Verbrechen, müssen endlich verhaftet und strafrechtlich verfolgt werden. Sie müssen im Grunde ja als Kriegsverbrecher endlich angeklagt werden. Wir haben auch die Situation, dass das Auslieferungsverfahren, wenn man sich anschaut in der Geschichte, bei anderen ganz anders gehandhabt wurde. Selbst Pinochet konnte in England bei seinem Auslieferungsverfahren in einem Anwesen außerhalb Londons residieren und Gäste empfangen. Und das zeigt ja die Doppelstandards, die wir hier sehen. Ein Diktator, der für schwere Menschenrechtsverbrechen verantwortlich ist, konnte sich in London sozusagen frei bewegen in Hausarrest und in einem Anwesen residieren, währenddessen Julian wirklich gedemütigt und unter unglaublichen Bedingungen inhaftiert ist. Für mich war bei der Beobachtung des Prozesses, die Bedingungen habt ihr zum Teil ja gelesen, ich möchte nur ganz wenige aufführen, dass es grundsätzlich viel zu wenig Kontakt gibt zwischen Julian und dem Anwaltsteam, dass er kaum Möglichkeiten hat, die umfangreiche Anklage in seiner Zelle durchzuarbeiten. Er hat ja auch keinen Zugang zu Computer. Die Kommunikation findet über Telefon statt. Über Monate konnten die Anwälte jetzt aufgrund von Corona Julian auch nicht kontaktieren. Nur mit wenigen Anrufen eine dann nochmal neue, erweiterte Anklage durch die USA, die sehr kurzfristig vor Prozessbeginn im September eingereicht wurde, sich zu verständigen. Die Richterin hat all das zugelassen. Auch die Bedingungen im Gerichtssaal waren im Frühjahr schon schwierig. Aber jetzt im September im Gerichtssaal selbst konnten nur die 5 Familienangehörigen von Julian sitzen und ein akkreditierter Journalist. Und er musste sich diesen Zugang auch noch erkämpfen. Alle anderen saßen außerhalb oder wenn möglich andere Journalisten in einem Streamingsaal. Dort waren noch 2 Prozessbeobachterinnen zugelassen, sonst niemand, das waren Dustin Hoffmann und ich. Viele internationale Beobachter und Organisationen, Amnesty International, Reporter ohne Grenzen, alle hatten keinen Zugang bekommen und auch nach Protesten war es nicht möglich, dass sie diesen Prozess wenigstens per Video verfolgen konnten. Dazu werden wir nachher auch gleich sprechen. Für mich besonders eindrücklich waren die Zeugenaussagen und ich möchte nur eine zitieren von Trevor Timm. Er ist der Gründer der US Freedom of the Press Foundation Plattform und er sagte dem Gericht, es habe in den USA zahlreiche Versuche der US-Regierung gegeben, das Spionagegesetz gegen Journalisten anzuwenden. Und kein Versuch sei je erfolgreich gewesen. Denn wäre diese Anklage erfolgreich, könnte jeder Journalist, der im Besitz von geheimen Informationen sei, verhaftet werden. Er erklärte, dass die Watergate-Reporter Woodward und Bernstein ins Gefängnis hätten geworfen werden müssen, wenn die gegen Assange erhobenen Vorwürfe in den 70er Jahren erhoben worden wären. Und das zeigt die Absurdität dieses Verfahrens und den eindeutigen Charakter einer politischen Verfolgung. Stella hat von den 175 Jahren gesprochen, die ihm drohen. Darauf möchte ich jetzt gar nicht mehr eingehen. Ich möchte erwähnen, dass international sich jetzt viele Menschen einsetzen für Julian Assange.
Viele Schauspieler, Oliver Stone, Edward Snowden hat sich jetzt auch an Donald Trump gewandt. Sie fordern die Freilassung von Julian Assange. Und auch hier in Deutschland gibt es mittlerweile zahlreiche Appelle von Persönlichkeiten und vielen ehemaligen, zum Beispiel auch Justizminister, Ministerinnen, die einen Appell von Günter Wallraff und meiner Kollegin Sevim Dadelen unterstützen, unter anderem der ehemalige Justizminister Gerhard Baum, die Ministerin Hertha Deubler-Gmelin und Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. All die sagen, Assange muss endlich freigelassen werden. Es geht hier nicht um ein rechtsstaatliches Verfahren. Und das gesamte Verfahren ist ganz klar eine Verfolgung. Und deshalb muss er endlich freikommen. Ich frage mich, was muss eigentlich noch passieren, damit die Bundesregierung endlich ihr lautes Schweigen bricht? Die Bundesregierung hätte die Möglichkeit, eine Initiative zum Beispiel auf europäischer Ebene im Rahmen der EU-Ratspräsidentschaft zu starten für die Freilassung von Julian Assange. Denn es ist eine extraterritoriale Verfolgung der US-Justiz auf europäischem Boden. Und das muss zurückgewiesen werden. Es geht hier auch um die Souveränität einer europäischen Politik. Und soll Julian Assange allen Ernstes ausgeliefert werden, dann wird damit ein Präzedenzfall geschaffen und zukünftig könnte jeder Journalist, jede Journalistin, die Geheiminformationen veröffentlicht oder Dinge publiziert, die der US-Regierung nicht gefallen, strafrechtlich verfolgt werden. Es geht um fundamentale Rechte, es geht um die Pressefreiheit selbst. Und deswegen, Free Assange! Und ziehen wir unseren Hut vor den Helden unserer Zeit, Edward Snowden, Chelsea Manning und Julian Assange. Free Assange! Und jetzt freue ich mich, dass Margit Stumpf spricht. Danke.